Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr sucht einen Quick-Detailer für matt lackierte oder matt folierte Autos oder ihr sucht einen Quick-Detailer, der wirklich auch im klassischen, traditionellen Sinne des Wortes Quick-Detailer, genau das ist, ein reiner Reiniger ohne irgendwelche pflegenden, versiegelnden, glanzauffrischenden Zusätze. Dann möchte ich euch in diesem Video zwei absolut perfekte Produkte vorstellen. Und zwar sind das diese beiden. Einmal der Dodo Juice Delicious Matte Finish Detailing Spray und einmal der Stiana Gloss Merc. Dodo Juice oder Stiana Gloss haben ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Produkte von Stiana Gloss von Dodo Juice hergestellt werden. Und wenn man sich da jetzt beispielsweise mal die Produktbeschreibung, wo haben wir sie da, direkt nebeneinander durchliest, dann sieht man auch schon, dass die absolut identisch sind. Die Sicherheitshinweise sind identisch, die Inhaltsstoffangaben sind identisch. Also von dem her sind das hier wahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zwei nahezu identische Produkte, wobei man auch sagen muss, dass alle Dodo Juice Produkte nie 100% identisch mit den Sachen von Dodo Juice sind, weil die werden zwar von Dodo Juice hergestellt, aber es sind meines Wissens einzigartige Formulierungen, die es in dieser Art und Weise auch wirklich nur bei Stiana Gloss gibt. Aber die hier, kann ich euch sagen, funktionieren identisch, machen genau das, was sie sollen, darauf gehen wir gleich ein, und sie riechen auch identisch. Und das ist bereits der entscheidende Hinweis. Wenn ihr nämlich beide Produkte hier riecht, egal ob ihr da an der Flasche riecht oder wenn ihr es beim Auftragen in die Nase bekommt, ihr werdet feststellen, dass die sehr ähnlich riechen wie ein Glasreiniger. Und das ist auch genau das, was mir der Jack von Stiana Gloss in dem Sinn erzählt hat. Diese Produkte sind einem Glasreiniger nicht unähnlich. Und damit sind es eben auch absolut reine Quick-Detailer, die eben genau nur das eine machen. Sie reinigen. Sie haben keine Wachse, Silikone, Polymere, glanzsteigernde Inhaltsstoffe oder irgendwas anderes. Hier hinten auf der Flasche steht es auch nochmal drauf. Zero Gloss, Non-Abrasive. Das heißt, sie sind nicht abrasiv. Das ist eben für Mattlack auch sehr wichtig. Es steht auch für Lack oder Folien. Aber es steht hier hinten auch noch ein wichtiger Hinweis. Wo haben wir es? Da im zweitletzten Satz, do not use on plasti-dipped finishes. Das heißt, für plastigedippte Oberflächen, matte Oberflächen ist der wieder nicht geeignet. Aber damit habe ich, glaube ich, schon genug erzählt. Ja klar, die Preise sind für euch natürlich auch immer wichtig. Dodo Juice 500 ml ca. 16 Euro. Stiana Gloss ein bisschen günstiger, 500 ml ca. 14 Euro. Das ist so nahe beisammen, also diese 2 Euro sollten jetzt hier nicht den Ausschlag geben, sucht euch doch einfach das Produkt aus, was euch auch optisch ein bisschen mehr anspricht. Was ich noch sagen kann, den Merc gibt es auch noch hier in so einer kleinen Probiergröße. Das heißt, das wäre vielleicht auch absolut perfekt, um es im Auto ständig dabei zu haben und zwischendurch zu verwenden. Aber ich will euch jetzt ja vor allem zeigen, dass diese Produkte hier auf Mattlack oder matter Folie absolut safe sind. Wie ihr seht, habe ich mir bereits zwei Testflächen hier abgeklebt. Das ist immer wichtig, wenn man sowas testet und zeigt, dass man hier Referenzflächen schafft, durch die wir dann beurteilen können, wie es zwischen behandelter und unbehandelter Fläche aussieht. Ich fange jetzt hier auf der Beifahrerseite mit dem Dodo Juice Delicious an. Wie immer gilt, Produkte gut schütteln, bevor ihr sie verwendet. Frisches Mikrofasertuch. Ich sprühe jetzt hier ins Tuch hinein, damit ich hier nichts verfälsche von der Testfläche her. Und dann verwende ich hier diesen Quick Detailer für Mattlack und matte Folien, nur hier innerhalb vom Viereck. Wisch nochmal mit der frischen Tuchseite nach. Und dann bin ich auch schon fertig. Was ich jetzt eben hier sofort schon feststelle, ist, ich merke beim Nachwischen keine gesteigerte Lackglätte. Und das ist eben genau dieser Aspekt, dass weder der Delicious noch der Merc irgendwelche Zusatzstoffe enthalten, die hier für Lackglätte sorgen würden. Das ist eh schwierig auf Mattlack oder matter Folie wirklich Lackglätte zu erzeugen, das als Nebenbemerkung, aber wie gesagt, es geht hier darum, dass ihr euch nichts auf eurem Mattlack oder eure matte Folie auftragt, was das hier irgendwie
beeinflussen würde. So. Nochmal frische Tuchseite. Nachwischen. Und dann bin ich auch schon fertig. Eine weitere extrem angenehme Eigenschaft von diesen zwei Produkten ist, dass weil sie von ihren Inhaltsstoffen einem Glasreiniger nicht unähnlich sind, lüften sie extrem gut von selber ab. Das heißt, ihr werdet auch mit diesen zwei Produkten absolut null Probleme mit Schlieren oder Wolken haben. Und auch das macht sie eben ungemein angenehm zu arbeiten. So, wir machen das Ganze jetzt ohne Cut. Ich nehme euch direkt mit, damit ihr seht, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt irgendwo auf dieser Lackfläche einen Unterschied sehen oder erkennen würden, wo ich die Vierecke abgeklebt habe. Wir gehen auch näher ran. Das hier ist übrigens kein Mattlack, falls ihr euch gerade wundert. Das ist richtig. Die Kenner unter euch werden wissen, dass es den 992er GT3 nicht im Mattlack gab. Basisfarbe Silber und dann kam hier eine matte PPF drauf. Also ihr seht, da passiert rein gar nichts. Keine Veränderung, Abdunkelung oder Glanzsteigerung von, das ist ja eh schon seidenmatt, zu chrommatt. Also das heißt, absolut 100% sichere Produkte für Mattlack und matte Folien eben. Jetzt haben wir an diesem Auto den Vorteil, dass wir hier oben noch ein Carbondach haben. Auch da ist eine PPF-Schutzfolie drauf und auf der PPF-Schutzfolie ist eine Keramikversiegelung drauf, und zwar die Sonax CC Evo. Das Schöne ist, ich kann euch jetzt hier auf dieser Fläche nicht nur zeigen, dass es eben auch auf einer glänzenden Folie sicher ist, den Dodo Choose Delicious und den Sienna Gloss Merc anzuwenden, sondern ich möchte euch eben auch zeigen, dass das hier wirklich einfach nur reine Reiniger sind. Denn es ist ja nicht nur der Anwendungsfall vom Mattlack, der viele von euch beschäftigt, sondern es gibt eben auch noch den Anwendungsfall, dass viele von euch nach einem Quick Detailer suchen für versiegelte Autos, der einfach nur reinigt und der sich eben nicht über beispielsweise eine Keramik drüber legt. Und genau das möchte ich euch jetzt hier eben zeigen. Das machen wir nämlich hier wie folgt. Auch hier wieder habe ich mir das Viereck abgeklebt. Ich wende den Delicious hier drin nur im Viereck an. Schnapp mir eine neue, frische Tuchseite. Wisch nochmal nach. Sehr gut. Und dann, wenn wir jetzt den Klebestreifen, das Klebeband entfernen, auch das wieder mache ich ohne Cut, dann müsste es ja so sein, dass wenn ich jetzt hier mit Wasser drauf sprühe, dass sich eben kein Viereck abzeichnet im Abperlverhalten. Moment, ich stelle euch noch ein bisschen besser näher ran. So, und dann sprühen wir jetzt eben hier mit Wasser drauf. Und ihr seht, das Abperlverhalten ist überall gleich. Hier zeichnet sich nichts ab, wo man jetzt sagen würde, das Abperlverhalten ist irgendwo schlechter. Es perlt hier am Rand wunderbar schön. Es perlt hier drin wunderbar schön. Und genau das ist eben die schöne Eigenschaft vom Dodo Choose Delicious und vom Sienna Gloss Merc. Das werde ich hier gleich noch trocknen, dass hier wieder schön sauber ist danach. Dass eben hier keine Veränderung von einer bestehenden Versiegelung stattfindet. Und warum dieser Aspekt eben wichtig ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe mir hier hinten nochmal ein Viereck abgeklebt und jetzt werde ich ein Produkt verwenden, von dem die Amerikaner, von dem Pan the Organizer und von dem PNS behauptet, dass man dieses Produkt auf bestehende Versiegelungen auftragen kann,
ohne dass es die Eigenschaft der darunterliegenden Versiegelung verändert. Und trotzdem sagen sie, dass das hier Glanz und Lackglätte erzeugt. Und ich bin halt der ganz klaren Meinung, dass das, wenn man sich überlegt, was Lackglätte und was Glanz erzeugt, dass das schlichtweg chemisch und physikalisch nicht möglich ist zu erreichen. Und genau das werde ich jetzt euch hier zeigen. Ich werde jetzt hier den P&S Dreammaker in diesem Viereck hier auftragen. Ich passe auf, dass es wirklich nur im Viereck drin ist. Und das ist jetzt eben der Punkt. Ich sehe hier bereits im Licht, dass ich hier was auftrage. Ihr könnt es leider nicht erkennen, weil man sieht einfach, dass hier irgendein Produkt am Lack zurückbleibt. Und wie um Himmels Willen sollte dieses Produkt am Lack zurückbleiben, ohne dass es die darunterliegende Versiegelung beeinflusst. Ich merke jetzt auch schon, ja, es entsteht eine Lackglätte, die ist ja auch wunderschön, aber man kann und darf sich jetzt eben hier nicht hinstellen und behaupten, dass diese Lackglätte die darunterliegende Versiegelung nicht beeinflusst. Nochmal, wie soll denn das um Himmels Willen funktionieren? Und auch hier wieder, direkt und ohne Cut, muss mal überlegen, nein, so sollte es für euch passen vom Winkel. Ich zoome mal für euch näher ran. Und dann eben auch hier direkt ohne Cut, sprühen wir mal hier drauf, reine Keramik. Ja, ihr seht es doch, schaut euch das an. Abhelfer, schaut mal, wie sich hier keine Lache bildet und dann schaut mal, wie sich hier eine Lache bildet. Ich nehme euch mal näher ran. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber ich glaube, viel klarer kann das Ergebnis nicht sein. Schaut euch mal die hässliche Tropfenform hier an und dann die Tropfenform hier. Und das ist eben genau das, was ich sage. Wie soll denn ein Produkt Lackglätte erzeugen und am Lack was zurücklassen und gleichzeitig so eine Versiegelung nicht beeinflussen? Und im Gegensatz dazu macht das halt, wie ich euch gezeigt habe, weder der Dodo Choose Delicious noch der Sienna Gloss Merc. Also, ihr habt es gesehen, das Entscheidende ist, dass weder der Sienna Gloss Merc noch der Dodo Choose Delicious irgendwas am Lack hinterlässt, was uns das Finish beeinflusst. Das ist die Komponente, die für Mattlack wichtig ist. Andererseits, wenn ihr ein versiegeltes Auto habt und einen Quick Detailer sucht, der einfach wirklich nur reinigt, ohne irgendwas am Lack zu hinterlassen und euch auch die Versiegelung nicht angreift, denn, wie gesagt, das sind von den Inhaltsstoffen her relativ nahe Produkte, die an Glasreiniger rankommen und es sind keine abrasiven Stoffe enthalten. Also, diese beiden Produkte, Dodo Choose Delicious, Sienna Gloss Merc, ideal für diese zwei ganz konkreten Anwendungsfälle, zu denen ihr uns ja immer wieder fragt. Jetzt würde mich interessieren, was habt ihr für Erfahrungen schon mit diesen zwei Produkten gemacht? Schreibt das doch in die Kommentare unter diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und vor allem schaltet zum nächsten Video mit mir oder mit Sebastian wieder ein. Servus! We'll be right back.